gegangen. Wann ich komm, was ich tue, mit wem ich rede und wann ich gehe, ist ganz alleinig. Mehr Kaffee. Ich tue nur das, was mir gefällt und es geht ohne Gewalt, weil keiner da ist, der mich aufhält. Das Selbstbewusstsein ist, wie dein Name schon sagt, eine Sache, die nur aus dir selber entsteht. Der eine lebt 100 Jahre, ist glücklich und zufrieden, der andere stirbt mit 20, weil nichts weitergeht. Was ich mach und ob ich es mach und wie ich es mach, wann ich was mach und ob ich noch weiß, was ich tue, kommt ganz darauf an, wie ich mich fühl, wie ein Mann oder wie ein kleiner Bub. Das Selbstbewusstsein fliegt hoch wie der Wind, das Selbstbewusstsein geht und kommt. Das Selbstbewusstsein ist nicht zum Begreifen, das Selbstbewusstsein ist ein Hund. Selbstbewusstsein ist, was ich will. Selbstbewusstsein ist ein Gefühl. Was nicht geht, weil das interessiert mich nicht. Ich bin so, ich kann nichts dafür. Bücke dich und küsse mich, dann kann ich auch was tun für dich. Das spürt's leider nicht bei mir. Das Selbstbewusstsein ist vorhanden oder nicht. Es kommt drauf an, ob man ihm in die Augen schaut. Das Selbstbewusstsein ist manchmal nur